Hallo ihr Lieben, hier ist Silke. Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Im heutigen Video möchte ich euch ein Lebensmittel vorstellen, von dem ich denke, dass es total unterschätzt wird. Im heutigen Video geht es um die Gurke. Die Gurke ist ein wunderbares Lebensmittel und stellt gerade im Sommer an warmen Tagen eine wunderbare Erfrischung dar. Sie hat einen sehr, sehr hohen Wassergehalt und somit können wir uns mit der Gurke sehr gut mit Wasser versorgen. Wusstet ihr, dass die Gurke mit Melone und Kürbis verwandt ist, obwohl sie sich überhaupt nicht ähnlich sehen? Sie sind tatsächlich sehr eng miteinander verwandt und gehören alle zur Familie der Kürbisgewächse. Da man von der Gurke die Frucht erntet, genauso wie bei Paprika, Aubergine oder Tomate, wird die Gurke auch als Fruchtgemüse bezeichnet oder Gemüsefrucht. Die Gurke stammt ursprünglich aus Indien, wo ihre Wildform schon vor Jahrhunderttausenden kultiviert wurde. Sie hat sich dann erst in den warmen Regionen der Welt ausgebreitet und kam dann auch zu uns nach Europa. Also sie wächst selbst in Nordeuropa, weil sie relativ kälteresistent ist und weil man die Früchte auch schnell ernten kann. Die Gurke soll voller wichtiger Nährstoffe stecken. Dazu gehören unter anderem Vitamin C und Vitamin E, Magnesium, Calcium, Zink, Phosphor, Eisen, Kalium, Mangan und B-Vitamine. Die Gurke weist einen sehr hohen Wassergehalt von 96% auf und somit können wir über die Gurke sehr wertvolles, also qualitativ hochwertiges Wasser zu uns nehmen. Und wenn wir Gurken essen, dann hat es eben einen sehr positiven Einfluss auf unseren Flüssigkeitshaushalt. Sie enthalten auch lösliche Ballaststoffe, die dazu führen, dass wir uns länger satt fühlen und somit können wir auch eine Gewichtsabnahme unterstützen. Gurkensaft bzw. das Essen von Gurken eignet sich sehr gut dafür, die Haut etwas aufzupolstern. Das Trinken von Gurkensaft wirkt sich auch äußerlich auf die Haut aus, denn er wirkt straffend. Für eine empfindliche Augenpartie empfiehlt es sich auch, Gurkenscheiben draufzulegen, die haben einen wunderbaren kühlenden Effekt und sorgen für Entspannung. Ich selbst habe auch eine empfindliche Augenpartie und praktiziere diesen Klassiker mit den Gurkenscheiben. Übrigens spielt in der traditionellen Volksheilkunde in vielen Ländern die Gurke heute noch eine große Rolle. In Indien gilt die Gurke zum Beispiel als wichtige Heilpflanze, um Alterungsprozessen entgegenzuwirken und Hautleiden wie Sonnenbrand zu kurieren. In der traditionellen chinesischen Medizin werden zum Beispiel auch die Blätter, der Stamm und sogar die Wurzeln verwendet, um zum Beispiel Durchfall sowie Gonorrhoe zu behandeln und den Körper zu entgiften. In der medizinischen Forschung konnte bereits nachgewiesen werden, dass die Gurke antioxidative, antimikrobielle und antidiabetische Eigenschaften hat und außerdem die Blutfette regulieren hilft. Studien haben außerdem gezeigt, dass Gurken der Faltenbildung entgegenwirken und zum Beispiel auch bei Hauterkrankungen sehr hilfreich sein können. Es gibt ein wunderbares Buch von Norman Walker, Frische Frucht- und Gemüsesäfte. Dieses Buch habe ich auch schon in einigen Videos in den letzten Jahren gezeigt und empfohlen. Und da beschreibt Norman Walker die Wirkungen von verschiedenen Säften und welche Säfte man auch gut miteinander kombinieren kann und gegen welche Leiden es helfen soll. Und ich möchte euch mal kurz vorlesen, was er zum Gurkensaft schreibt. Die Gurke ist wohl das beste natürliche Diuretikum, das wir kennen. Sie fördert die Urinausscheidung. Sie hat jedoch viele andere wertvolle Eigenschaften. Zum Beispiel regt sie den Haarwuchs an, da sie einen hohen Silizium- und Schwefelgehalt hat. Dies gilt vor allem dann, wenn man Gurkensaft mit Karotten, Kopfsalat und Spinatsaft mischt. Die Gurke enthält mehr als 40% Kalium, 10% Natrium, 7,5% Calcium, 20% Phosphor und 7% Chlor. Die Beigabe von Gurkensaft zu Karottensaft hat eine sehr günstige Wirkung bei rheumatischen Beschwerden, die auf eine übermäßige Speicherung von Harnsäure im Körper zurückgehen. Wenn man dieser Mischung noch etwas rote Betesaft hinzufügt, beschleunigt man den allgemeinen Ablauf. Der hohe Kaliumgehalt der Gurke macht den Saft sehr wertvoll bei hohem und niedrigem Blutdruck. Er ist ebenso hilfreich bei Zahn- und Zahnfleischbeschwerden, wie zum Beispiel Zahnfleischentzündung. Unsere Nägel und unser Haar benötigen besonders die Kombination der Elemente,
die in frischem Gurkensaft vorhanden sind. Er hilft dabei, das Brechen von Nägeln und Haarausfall zu verhindern. Hautverunreinigungen aller Art verschwinden durch das Trinken von Gurkensaft, dem Karotten- und Kopfsalatsaft hinzugefügt wurden. Wenn man noch ein wenig Alfalfasaft hinzufügt, kann man in manchen Fällen die Wirkung der Säfte noch weiter verbessern. Wer sich für dieses Buch interessiert, ihr findet den Link unter diesem Video bzw. im ersten angepinnten Kommentar. Das sind mir die liebsten Gurken. Rechts sind die Gurken aus dem ganz kleinen Garten meiner Eltern und hier habe ich kleine Gurken aus einem kleinen Selbstversorgergarten aus Thüringen von einer lieben Freundin. Und diese Gurken sind komplett unbehandelt und diese Gurken esse ich auch mit Schale. Das sind Gurken aus meiner Biokiste, Schlangengurken und kleinere Gurken, die heißen in der Liste von meiner Biokiste, glaube ich, Vespergurken. Diese Gurken haben Bio-Qualität und die esse ich auch mit Schale. Wenn ich mir allerdings aus diesen Gurken einen kleinen Gurkensaft presse, dann schäle ich die Gurken, weil mir der Gurkensaft ohne Schale besser schmeckt. Das sind große Gurken, große Schlangengurken von unserem Wochenmarkt. Die sind regional und die haben keine Bio-Qualität. Also wenn ich diese Gurken verwende, dann schäle ich diese Gurken. Diese Gurken kaufe ich bzw. unser Mitbewohner Henry bei einem Kulkwitzer Stand hier ganz in der Nähe, also ein regionaler Stand. Und da habe ich schon vor 15, 16 Jahren angefangen, frisches regionales Gemüse und Früchte einzukaufen. Und ich muss sagen, auch wenn es keine Bio-Gurken sind, diese Gurken haben eine gute Qualität und ich vertrage diese Gurken auch sehr gut. Am liebsten esse ich die Gurke mono oder entsafte sie mir. Und da liebe ich auch den Mono-Gurkensaft. Hin und wieder entsafte ich die Gurke auch zum Beispiel mit Stangsellerie und wenn ich da habe, auch mit selbstgezogenem Erbsen- oder Sonnenblumenkerngrünkraut. Heute hatte ich zum Beispiel einen wunderbaren Saft aus Gurke und Wurzelgemüse, also rote Beete und Möhren. Und rote Beete und Möhren haben wir gestern erst frisch geerntet. Das war ein wunderbarer, vitalisierender Saft. Und ich mag sehr, sehr gern Gurkensaft mit Wildpflanzen. Und ich zeige euch als nächstes meine absolute Lieblingswildpflanze, die ich gern mit Gurken entsafte. Hier wächst ein Meer, ein Brennnesselmeer. Und hier kann ich mir wunderbar Brennnesseln für einen schönen grünen Saft mit Gurke ernten. Das ist meine kleine Ausbeute an Brennnesselpflanzen. Ich habe so das obere Drittel abgepflückt. Meistens habe ich einen Stoffbeutel dabei, den habe ich heute vergessen. Deswegen muss das heute auch mal so gehen. Diese Portion Brennnesseln möchte ich jetzt entsaften. Ich habe mir jetzt zwei große Gurken von unserem Wochenmarkt dazu gelegt, regionale Gurken. Die meisten Gurken schäle ich vor dem Verzehr. Außer Gurken, die ich aus privater Hand bekomme, also von Familie und Freunden, wo ich weiß, die werden garantiert nicht behandelt, die esse ich dann auch mit Schale. Und bevor ich das Ganze jetzt entsafte, schäle ich die Gurken und schneide die Gurke in Stücke, sodass ich sie gut entsaften kann. Diese Kombination Brennnessel und Gurke gehört mir zu meinen Lieblingssäften, zu meinen grünen Lieblingssäften. Ich benutze für meine grünen Säfte oder generell für meine Säfte den Angel Chooser schon seit über 2 Jahren. Ein hochwertiger Entsafter aus Edelstahl, am besten geeignet für grüne Säfte, Wildkräutersäfte, Sprossensäfte, Gemüsesäfte. Der hat uns in den letzten 2 Jahren sehr gute Dienste geleistet. Sind jetzt 350 Milliliter Saft. Ein erfrischender grüner Saft aus Gurken und Brennnessel. Den lasse ich mir jetzt schmecken. Kürzlich habe ich ein Video veröffentlicht. Diese 5 grünen Säfte trinke ich an einem Tag, wo ich meine 5 liebsten Säfte vorstelle. Da ist natürlich auch die Gurke dabei und die Brennnessel. Und da stelle ich auch den Angel Juicer, unseren Entsafter aus Edelstahl, noch etwas
mehr vor. Wenn ihr euch für den Entsafter interessiert, dann setze ich euch den Link zum Entsafter unter dieses Video, beziehungsweise findet ihr auch den Link im ersten angepinnten Kommentar. Letztes Jahr habe ich auch ein Video zum Angel Juicer gemacht, zu unserem tollen Entsafter, und habe den nochmal vorgestellt, was man neben den Säften auch noch mit dem Angel Juicer herstellen kann. Wer das Video noch nicht gesehen hat, ich verlinke es oben in den Infokarten. Es gibt auch einen Blogartikel dazu auf meinem Blog, den werde ich auch hier unter diesem Video bzw. im ersten angepinnten Kommentar verlinken. Hier seht ihr drei Säfte mit Gurke links. Das ist ein Monogurkensaft, in der Mitte Gurkensaft mit Brennnessel und rechts ein Gurkensaft mit Möhre und rote Beete. Was kann man noch alles mit der Gurke zaubern? Ich hatte jetzt schon erwähnt, ich esse sie am liebsten pur oder ich entsafte sie auch am liebsten mono. Vor Jahren, als ich so mit der Rohkosternährung begonnen habe, habe ich mir gerne auch aus der Gurke sogenannte Gurkenspaghetti hergestellt, damit einer rohköstlichen Soße. Oder ich habe auch schon vor vielen Jahren mir eine tolle Rohkostsuppe hergestellt, auch mit Gurke, da war noch Avocado dabei, ein bisschen Dill, angekeimte Sonnenblumenkerne und zur Deko kleine Cocktailtomaten. Das war auch eine sehr, sehr erfrischende Suppe. Das Rezept gibt es auch als Blogbeitrag, das verlinke ich auch unter diesem Video, beziehungsweise findet ihr den Link im ersten angepinnten Kommentar. Was ich auch gern im Sommer mir zubereite, sind sogenannte frutarische Burger, also mit einer Scheibe Gurke, dann kommt Tomate, dann Basilikum, vielleicht noch frische Mango oder ein Stück Dattel. Das sind so ganz einfache frutarische Burger und zum Beispiel auch gut für einen Potluck geeignet oder wenn man etwas zubereitet für Freunde. Also eine leichte Kost für den Sommer. Es gibt auch einen Blogartikel zu diesem Rezept, das werde ich euch auch unter diesem Video verlinken. Aus der Gurke lassen sich auch wunderbar so Gemüsestifte, Gemüsesticks herstellen und die kann man dann einfach mit einem Dip essen. Oder ihr bereitet ein rohköstliches Tzatziki zu, auch mit Gurken. Oder ihr raspelt euch die Gurke in einen Salat oder schneidet sie in dünne Scheiben und verwendet sie für Salate. Also ich finde es immer wunderbar, was man alles aus der Gurke herstellen kann. Sie ist eben sehr wasserhaltig, versorgt uns gut mit Flüssigkeit. Sie belastet nicht und ich persönlich mag den Gurkengeschmack auch sehr gern. Das war's wieder von mir. Ich hoffe, euch haben die Inspirationen in diesem Video gefallen. Mich interessiert natürlich, was ihr von dem Lebensmittel Gurke haltet. Da spielt die Gurke eine große Rolle in eurer Ernährung, gerade im Sommer. Und wie genießt ihr die Gurke am liebsten? Ich wünsche euch jetzt noch eine wundervolle Zeit. Lasst es euch gut gehen, ihr Lieben. Wir sehen uns bald wieder. Bis dahin,